Fenster blüht der Eiskristall, die ganze Welt ist weiß. Am Fenster blüht der Eiskristall in seiner kalten Pracht. Sogar der große Teich fror zu in der vergangenen Nacht, in der vergangenen Nacht. Oh, das Lied geht noch weiter, mein Gesang nicht, keine Angst, alles gut. Es hat nur noch eine sehr hübsche Zeile, oh Gott, meine Augentränen. Eine sehr hübsche Zeile, die möchte ich euch noch sagen, und zwar sagt die: Die Bäume sind so dick vermummt. Die ganze Welt ist weiß. Was werden wohl die Fischlein tun? Die Fischlein unterm Eis. Das ist übrigens ein Gedicht von Vera Ferenicora. Wurde gesungen von unter anderem Heinz Zuber, der einzige Clown, den ich niemals gruselig fand, aber das nur so ganz nebenbei. Ja, die ganze Welt ist weiß. Ihr habt vorhin vielleicht meine Eisfotos gesehen. Oh, es ist so schön draußen. Es ist ein richtiger Wintertag. Letzte Woche mitten in Imbolgzeit, Frühling, Schneeglöckchen und heute, ja, Schnee und Eis und Kälte. Aber was soll's, so ist das Leben, so ist die Natur. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so sehr ein Kältekind, ich hab's lieber warm und kuschelig. Aber wisst ihr, ich mag das. Ich habe da hinten ein Fenster, da schaue ich immer wieder raus. Ich habe mein Ringlicht vergessen, wartet mal, da schalte ich jetzt noch ein. Ups, das ist Haha, ich bin nämlich extra gekauft. Jetzt könnt ihr mich besser sehen. Wo war ich genau? Ich schaue mir da zum Fenster raus, da fallen so die Schneeflocken herunter. Und ich mag das, wenn die Welt so... Ja, Schnee macht die Welt, Schnee und Kälte machen die Welt irgendwie so friedlich. Hm? Wenigstens nach außen. Also, es sieht zumindest friedlich aus. Ich bin auch ein friedlicher Mensch. Ich mag es nicht, Krieg zu führen. Ich finde es auch nicht privat und persönlich. Und ja, es ist für mich einfach unglaublich anstrengend. Ich meine, Entschuldigung, ich werde jetzt keine Ritterrüstung anlegen und ein Schwert schwingen, auch kein modernes Laserschwert. Und unseren Morgenstern, habt ihr schon mal einen Morgenstern hochgehoben? Das Ding ist schwer. Das ist nichts für mich. Meine Stärke ist eher das, wisst ihr, meine Stärke ist das Aufbauen, das Motivieren, das in den unmöglichsten und verworrensten Situationen und Texten noch das Potenzial entdecken. Texte, weil, falls ihr es nicht wisst, ich verdiene mein täglich Brot nicht mit solchen Videos, noch nicht, sondern unter anderem im zweiten Stammbein als Lektorin. Und ja, da hilft mir einfach kein Laserschwert und auch kein normales Schwert und schon gar kein Morgenstern. Da hilft es mir, zu motivieren, aufzubauen, die Autoren dazu anzuregen, dabei zu bleiben, frohen Mutes zu bleiben. Das ist meine Stärke und das ist das, worin ich auch aufgehe. Und ja, und wenn mir selber im Leben etwas geschieht, dass ich zum Beispiel bedroht werde, im direkten, indirekten oder auch übertragenen Sinne, dann, wisst ihr, dann möchte ich das manchmal gerne. Dann möchte ich gerne hingehen und sagen, ey, ich möchte mein Schwert schwingen und notfalls über Leichen gehen, um mein Ziel zu erreichen. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Und dann besinne ich mich wieder auf meine Stärke, meine ganz persönliche Stärke, die eben aus Aufbauen und Motivieren besteht. Und wisst ihr was? Wenn ich das mache, so wie ich es kann, und wenn ich diese Stärke wirklich richtig nutze, dann brauche ich meistens gar kein Schwert, weil dann eine aufgebaute und motivierte Welt, ein aufgebautes und motiviertes Gegenüber, das gibt mir keinen Grund dafür. Und dann erreiche ich meine Ziele auch ganz ohne Aggression und Waffengewalt und so weiter. Ja, schöne rosa Zuckerwattenwolke, die einem heimlich Löcher in die Zähne bohrt. Das geht in meinem persönlichen Umfeld sehr gut. Es geht mit den Kindern ganz wunderbar, die ich täglich sehe. Nur Menschen, die mir flüchtig begegnen oder nur am Rande begegnen und trotzdem irgendwo...
Ja, aggressiv angreifen aus irgendwelchen Gründen, die sie halt haben oder auch nicht. Mit denen kann ich nicht jedes Mal eine komplette Heldenreise durchgehen. Will ich auch gar nicht. Und die wollen auch oft überhaupt nicht aufgebaut und motiviert werden. Ein Teil der Welt will das einfach nicht. Ein Teil der Welt sucht tatsächlich Streit. Und ja, auch das darf ich akzeptieren. Und auch wenn ich nicht ganz hilflos bin, suche ich mir in solchen Situationen gerne mal die Hilfe so einer Ritterrüstung, die allerdings eine andere Person trägt. Manchmal müssen das tatsächlich Anwälte sein, manchmal sind es Freunde, manchmal Familie. Jedenfalls irgendjemand, dem es Spaß macht, in dieser Situation ein Schwert zu schwingen und mit dem Morgenstern dahin zu gehen und erstmal richtig, bam, Grenzen zu setzen. Das ist diese Stärke dieser Personen. Und ich finde, diese Ritterrüstungen, es ist so schön genderneutral, diese Ritterrüstungen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und die freuen sich, wenn sie ihre Daseinsberechtigung zielgerichtet leben können und nicht einfach nur wild um sich schlagen müssen. Und ja, und wenn der Auftrag eben erfüllt oder abgeschlossen ist, dann kommt diese Ritterrüstung zu jemandem wie mir. Also vielleicht nicht unmittelbar zu mir, weil so hin und her ist dann auch ein bisschen komisch manchmal, aber zu jemandem wie mir, der sie dann wieder aufbaut, bei dem sie sich ausruhen kann, bei dem sie Kraft tanken kann, der sie auch wieder runterholt oder die sie auch wieder runterholt, wo sie sich sammeln kann, um eben ihre eigene Stärke gezielt einzusetzen und nicht irgendwie wild um sich zu schlagen, sondern wirklich etwas Gutes in der Welt bewegen. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist ein guter Weg, einfach die eigenen Stärken zu nutzen, soweit es halt geht und so gut es geht und in einem Umfeld, in dem es auch zielführend ist. Und wenn man die eigenen Stärken gerade nicht zielführend einsetzen kann, weil sie eben für ein anderes Etappenziel besser geeignet sind und dazwischen ein Etappenziel erreicht werden muss, dass man mit den eigenen Stärken nicht so wirklich erreicht, dann holt man sich eben Unterstützung. Dann holt man sich Unterstützung von jemandem, der genau dieses Ziel erreichen kann mit seinen oder ihren Stärken. Und dann kann man wunderbar zusammenarbeiten und die Welt insgesamt einfach zu einem schöneren Ort machen. Genau. Jo. Und damit meine eigene Stärke immer schön sauber und einsatzbereit bleibt, mache ich immer wieder so kleine Übungen und eine davon möchte ich euch heute zeigen. Also zu einer möchte ich euch heute anleiten. Ich habe euch letzte Woche diesen lustigen Spruch also diesen interessanten Spruch mit den Fischen und der Ernährung der Seele gebracht. Wenn ihr mein Video anschauen wollt, es ist noch online. Jedenfalls habe ich euch versprochen, dass ich ein bisschen Seelennahrung geben werde, weil ich es wichtig finde, dass Menschen, die schon am Limit sind, erst einmal aufgebaut werden, aufbauen, meine Stärke, erst einmal aufgebaut werden und danach erst in die Angeltechnik eingeführt werden, um sich selber weiter zu ernähren. Jetzt habe ich mir aber, ja, aus aktuellem Anlass in meinem eigenen Leben überlegt, nur das ist vielleicht doch ein bisschen zu einseitig. Und wenn ich bei der Metapher mit dem Fisch bleiben möchte, dann habe ich euch letzte Woche diesen Fisch fertig zubereitet serviert. Und heute werden wir einen winzigen Schritt in Richtung Zubereiten gehen. Und nächste Woche wird dann wieder fertig gekocht von mir. Und das werde ich immer so abwechselnd machen. Ich denke mir, das ist ein sehr schöner Weg. Einmal arbeite ich wirklich an und mit euch und gebe euch diesen Energieschub. Und in der Woche darauf werde ich einfach eine ganz, ganz klitzekleine Übung mit euch machen, euch eine Meditationsreise vorstellen, euch eine Reinigungs- oder Stärkungsübung zeigen, die man einfach so zwischendurch machen kann und die euch dann auch hilft wieder, ja, und wenn man am Boden ist, ist das einer der wichtigsten Schritte, wieder in die Eigenmacht zu kommen. So ein winziges Stückchen. Gerade so, dass ihr dann den nächsten Schritt
vielleicht gehen könnt, wenn ihr das braucht. Ne? Wer das nicht braucht, wer gerade komplett glücklich ist, der kann diese Übungen gerne trotzdem mitmachen und der kann auch gerne meine fertig gekochten Fische mit genießen. Aber die Zielgruppe, also das eigentliche Ziel sind eben die Menschen, denen es gerade wirklich nicht gut geht und die vielleicht nicht mal die Kraft haben, das Bett zu verlassen. Und ich weiß leider, dass das häufiger vorkommt, als man vermuten möchte, weil Menschen, die das Bett nicht verlassen können, weil sie keine Kraft dazu haben, ich meine jetzt nicht gelähmte Menschen, sondern ich meine jetzt, oder Bettlägerige, ich meine jetzt Menschen, die wirklich eine Depression haben oder sowas, die sieht man ja nicht, weil sie im Bett liegen. Und ja, vielleicht reicht einem oder einer von Ihnen mein wöchentliches Video, um wenigstens den Weg in die Küche zu schaffen und sich einen Kaffee zu kochen. Und manchmal ist das schon wirklich viel. So, die Übung, die ich euch heute zeigen möchte, zu der ich euch heute anleiten möchte, ist sehr klein und sehr, ja, habe ich schon gesagt, winzig klein und eigentlich auch recht bekannt. Es kann sein, dass du schon von ihr gehört hast, es kann sein, dass du sie auch schon einmal durchgeführt und erlebt hast. Also nichts Besonderes und nichts, was man, aber trotzdem ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr machtvolles Werkzeug, wenn man es einzusetzen weiß. Ich brauche jetzt noch ein paar Sätze für die Einleitung, also für die, was sag ich denn da? Für die Einleitung, also für die Erklärung und dann geht's auch gleich los. So. Zuallererst, du musst heute nicht laut für dich und mich Ja und Nein sagen, weil ich ganz bei mir bleibe. Ich werde heute nicht an dir arbeiten. Das heißt, du kannst einfach mitmachen oder es lassen. Ich werde nicht eingreifen. Und deswegen ist das auch sehr praktisch, weil das Video einfach online bleiben kann, ohne dass ich damit energetisch irgendwie involviert bin. So, das Zweite ist, ich habe hier natürlich, vielleicht werden viele von euch die Augen zumachen, vielleicht hast du die Augen offen, vielleicht, ich weiß es nicht, es ist ein Video. Ich kann nicht zu dir kommen und dich berühren. Das heißt, ich habe nur meine Stimme und Worte und ich werde natürlich damit Bilder beschreiben. Ob du Bilder siehst, hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder Mensch nimmt anders wahr, jeder Mensch hat eine andere Art der Vorstellung. Manche Menschen sehen Bilder, ja. Es gibt auch welche, ich zum Beispiel, die haben so eine Art innere Erzählerstimme. Klingt für Menschen, die das nicht haben, ein bisschen gruselig, ist es aber überhaupt nicht. Man hat das ja ein Leben lang und gewöhnt sich daran. Es gibt auch Menschen, die haben nur ein Gefühl, die spüren es dann hier und da kribbeln und krabbeln, dann wird irgendwas heiß oder kalt, dann ist ein bisschen ein Druck und dann wird es wieder leichter. Keine Ahnung, oder sie merken währenddessen gar nichts und driften bloß ganz tief ab und dann wachen sie danach wieder auf. Und das war's. So. Und sie fühlen sich aber nachher trotzdem irgendwie leichter, weil währenddessen etwas geschehen ist, was sie gar nicht so mitbekommen haben. Also, oder eine Mischung aus allem. Also, was ich sagen möchte, ich sammle mich wieder, es ist völlig egal, auf welche Art und Weise du diese Übung wahrnimmst. Es hilft schon, wenn du sie einfach machst. Egal wie. Ich werde sie jetzt in einem für mich angenehmen Sprechtempo machen. Vielleicht ein bisschen langsamer, als es für mich angenehm ist. Ich werde mich bemühen, deutlich zu sprechen. Sollte das für dich trotzdem zu schnell oder vielleicht auch zu langsam sein, kannst du einfach zuhören. Sie dauert nur ein paar Minuten, so 15 Minuten. Und wie gesagt, sie besteht aus einem sehr einfachen Bild, das man sich auch, glaube ich, ganz gut merken kann. Und du kannst sie dann später in deinem eigenen Tempo mitmachen. Vielleicht mit ein bisschen Musik, vielleicht mit ein bisschen mit Kerzenschein oder morgens im Bett, wenn du aufwachst, abends vom Schlafen gehen. Langsam und ausführlich. Oder, und das mache ich phasenweise sehr gerne, wenn ich in einer anstrengenderen Situation bin, und sowas kommt natürlich auch bei mir vor, dann mache ich das in einer Art Blitzvision. Dann
mache ich, wenn ich mit dem Auto zum Einkaufen fahre, und das tue ich hier, weil es weit ist zum Einkaufen, beziehungsweise weil ich den Einkauf nicht nach Hause schleppen möchte, dann bleibe ich in der Sekunde dort sitzen, also dann schalte ich den Motor ab und bleibe sitzen, atme einmal tief durch und mache zack, diese Übung, und steige dann gleich ganz anders aus. Oder wenn ich auf den Bus warte, oder wenn, oder in der Dusche, Märchen und Seife bietet ja auch Seife an, und das ist nicht umsonst Märchenseife und magische Seife. Da könnt ihr dann gerne mal schauen bei mir. Das war aber die Schleichwerbung am Rande. Darum geht es aber, Entschuldigung. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass diese Übung einfach ausführlich gemacht werden kann oder eben ganz schnell in einer momentanen Situation, vor einer wichtigen Besprechung, die 3 Meter bevor ihr die Tür erreicht, an die ihr klopfen müsst. Und gut. Und jetzt, glaube ich, habe ich euch alles gesagt. Falls ihr diese Übung gut findet und sie erweitern wollt, ich werde euch, ich weiß nicht, wie das auf Instagram geht, auf YouTube geht es auf jeden Fall, da werde ich euch hier ein zweites Video von mir verlinken. Das habe ich schon vor längerer Zeit gemacht. Da ist diese Übung nochmal mit einer sehr schönen Erweiterung zur Chakrenreinigung aufgeführt. Der dauert dann länger, ich glaube sogar, ich glaube ungefähr eine Stunde oder so. Und dann könnt ihr euch das gerne auch ansehen, wenn ihr wollt. Ich werde es euch auf jeden Fall irgendwo bei dem Video zeigen oder verlinken. Oder euch den Link hinsetzen, wie auch immer. Oder den Link zu meiner Homepage. Auf meiner Homepage findet ihr den Link auch unter Seelenpflege. Ich glaube ganz unten. Also unter Seelenpflege findet ihr auf YouTube und auf meiner Homepage und überall eben ein Video zur kompletten, eine Meditationsreise zur kompletten Chakrenreinigung von oben bis unten. Heute habe ich jetzt schon lange genug gesprochen. Ich sehe keine Uhr, fast 20 Minuten. 20 Minuten Einleitung. Aber die gehört auch zur Seelenpflege dazu. Dass ich euch hier aus meinem Leben erzähle und dass ich auch in Situationen gerate und wie ich damit umgehe, finde ich, gehört auch dazu, euch zu zeigen, dass das Leben weitergeht. Und Kraft und euch dabei zu helfen, Kraft zu schöpfen. So. Jetzt werde ich wieder so 10, 20, 30 Sekunden, mal sehen, wie lange ich es aushalte, kurz stillschweigen, mich selber sammeln. Und dann werde ich euch durch eine relativ kurze Meditations-Reinigungsübung führen, also Reinigungs- und Stärkungsübung führen. Die Übung ist, wie gesagt, zur Reinigung des eigenen Ichs, der eigenen, ich weiß nicht, Seele ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Es ist mehr so Routine-Staubwischen. Aber ein, ja, einfach ein tägliches kleines Ritual, das man machen kann, um auf dem Stand zu bleiben, um nicht noch tiefer abzusacken. Und das ist, denke ich, schon einiges wert. Genau. So, also ein paar Sekunden Ruhe, Augen schließen, geht nochmal auf die Toilette, trinkt nochmal einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht, wie ihr wollt, wie du willst. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich in der Einzel- oder in der Mehrzahl zu dir oder euch sprechen soll, merkt ihr das? Dann einen Schluck Wasser, geht nochmal auf die Toilette. In ein paar Sekunden geht's hier los. Wer sitzen bleibt, kann schon mal mitatmen, sich ein bisschen strecken, dehnen. Heute Morgen lag die Katze auf meiner Schulter, ich bin ein bisschen verkrampft. Aber das kann man alles. Die ganze Welt ist weiß. Weiß ist auch die Farbe, die wir gleich brauchen, um uns das vorzustellen. Schön atmen, bewegen, lockern. Genau. Ich wackle dann immer so ein bisschen und ich dehne dann immer so ein bisschen meine Wirbelsäule und bewege die, weil es mir gut tut.
Das heißt nicht, dass du da mitmachen musst. Schau einfach, was dir gut tut. Und jetzt setz dich bitte oder stell dich bitte für die ausführlichere Übung so hin, dass du irgendwie gut geerdet bist und den Boden spürst. Das kannst du machen, indem du beide Füße mit den Fußsohlen fest auf den Fußboden stellst. Du kannst auch im Schneidersitz sitzen, dann sind die Beine, Oberschenkel, Unterschenkel, je nachdem wie du sitzt, auch gut auf dem Boden. Also einfach, dass du an möglichst großen Flächen spürst, dass du sicher auf dem Boden stehst. Oder auf der Couch, das ist egal. Es geht darum, dass du spürst. Dass du spürst, dass du sicher verankert bist. Genau. Liegen ist vielleicht nicht ganz so günstig beim ersten Mal. Wenn es nämlich zu bequem wird, kann es dir passieren, dass du einschläfst und dann hörst du nicht, was ich weiter sage und was du tun sollst. Also sieh zu, dass du so bequem sitzt, dass du wach bleibst und trotzdem sehr entspannt sein kannst, zuhören kannst. Und dann fangen wir an. Erst einmal konzentriere dich auf deinen Atem. Atme ganz normal ein und aus, wie man das halt so tut, immer abwechselnd. Ein und aus. Und nicht plötzlich zu tief, sonst wird dir schwindelig. Ganz ruhig ein und aus. Ohne Schnickschnack, ohne Technik. Einfach atmen. Und vielleicht bemerkst du, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, wenn du ihn beachtest, dass er sich verändert. Dass er ruhiger wird. Oder vielleicht fällt dir auf, wie flach du eigentlich geatmet hast. Und jetzt geht's wieder tiefer. Einfach atmen. Atmen ist der Punkt im Leben nach der Geburt, an dem wir uns mit dem Leben verbinden. Der erste Schrei, nachdem wir aus dem Mutterschoß geschlüpft sind, dieser erste Schrei lässt uns lebendig sein. Davor sind wir noch im Schoß der Mutter. Und ab dem Moment des ersten Atemzugs, wenn sich die Lungen entfalten, beginnen wir unsere eigenen Wurzeln richtig auszubilden. Beginnen wir. Und deshalb ist der Atem ganz stark mit unseren Wurzeln verbunden. Und wenn wir atmen, dann können wir auch unsere Wurzeln bewusst spüren und wachsen lassen. Und genau das werden wir jetzt tun. Jedes Mal, wenn du ausatmest, versuch dir vorzustellen, wie aus allen Bereichen deines Körpers, deinen Beinen, deinen Füßen, die den Boden berühren oder den Boden unter dir berühren, kann auch die Decke sein, wie aus diesen Bereichen ganz feine kleine Wurzeln wachsen. Und die wachsen immer tiefer. Dicker. Und sie verzweigen sich. Und wenn du dieses Video ansiehst oder dich selbst ansiehst, dann merkst du, dass ich jetzt auch nicht mehr herumwackle, sondern mit diesen Wurzeln werde ich immer stabiler. Und vielleicht fühlst das auch du, vielleicht wirst auch du mit jedem Wurzelstrang
jeder feinen Seitenwurzel. Immer stabiler und immer fester in deiner Position. Und wenn diese Wurzeln nach unten gut gefestigt sind und dich halten, dann lässt du sie aus der Erde trinken. Dann spürst du, wie vielleicht winzig kleine glitzernde Bläschen, Tröpfchen nach oben steigen. Dich ausfüllen, immer weiter nach oben steigen. Und schließlich durch deinen Hinterkopf und die Schultern und wenn du die Hände nach oben streckst, auch durch die Hände. Wie so 1000 kleine Fühler, das Gegenstück zu den Wurzeln, nach oben in den Himmel steigen. Er ist ganz klein und weich. Und mit jedem Atemzug schickst du weiter Kraft und Energie hinein, sodass sie immer höher wachsen, bis weit, weit, weit ins Universum hinein. Und diese Fühler werden dicker und verzweigen sich. Und wieder fühlst du dich immer stabiler und fester in deiner Position, in der du gerade bist. Und wenn Fühler und Wurzeln ordentlich stabil sind und dich halten dahin, wo du hin, dort halten, wo du hingehörst, auf der Erde, zwischen Himmel und Erde, dann spürst du, wie die Erde dich von unten nährt und tränkt. Und wie der Himmel dir von oben Kraft schenkt. Und das ist die Grundübung und aus dieser Grundposition, die eigentlich immer, immer vorhanden sein sollte, dieses Verwurzeltsein mit der Erde und dem Himmel, aus dieser Position heraus machen wir jetzt die kleine Übung, die der Reinigung dient. Also, stell dir vor, ein winziges, winzig kleines Samenkorn. Und dieses Samenkorn ist ganz, ganz tief hier in deiner Mitte. So winzig klein. Und dieses Samenkorn beginnt zu leuchten. So hell und strahlend wie eine kleine Sonne. In weiß. Es leuchtet weiß. Und es wird immer größer. Es wird größer. Es wächst. Es wächst wie so ein, ja, kein Samenkorn, sondern ein Luftballon, der aufgeblasen wird. Mit jedem Atemzug wird dieser Luftballon ein bisschen größer. Ich atme jetzt überdeutlich, damit du es merkst. Du kannst normal atmen. Immer größer und größer. Und während dieser weiße Ballon immer größer wird, nimmt er alles mit, was sich irgendwo in deinem Körper an Flacken angesammelt hat, abgelegt hat. Und du siehst, wie innen weißes Licht strahlt und die Außenhaut ist voller kleiner Klümpchen. Und diese kleinen Klümpchen in allen Farben und Formen kleben da dran. Und die nimmt er einfach mit, während er sich ausdehnt. Und immer größer und größer. Über deinen Kopf, deine Schultern. Und er wächst und wächst. Und auch unter deine Füße. Bis er dich komplett einhüllt. Du stehst also jetzt in einer großen Blase voller weißem Licht. Und jetzt kommt das dritte Bild, wie eine Art
Eierschale, ein Luftballon. Such dir etwas aus, was am besten für dich dazu passt. Ist um dich herum eine glatte weiße Hülle, die außen dreckig und verklebt ist, je nachdem, wie viel sie aus dir mitgenommen hat. Du kannst auch gerne jetzt noch einmal von vorne beginnen, falls du denkst, es ist ungründlich gewesen. So. Also, du stehst inmitten einer weißen Energiekugel. Und jetzt schüttelst du zuerst einmal außen den ganzen Dreck ab. Genau, runter damit, runter. Vielleicht rufst du den Wind, die Sonne, den Regen, dass sie diese Schmutzklümpchen von außen einfach abwaschen, wegblasen. Vielleicht kann dir ein Helfertier helfen oder ein Freund. Vielleicht hast du sogar jemanden, der neben dir sitzt, einen Menschen, einen Partner, Partnerin, Freund, Freundin, Kind, die sogar richtig von außen es abputzen kann. Bis alles weg ist. Runter damit. Schale muss ganz glatt sein. Und dann, da hinten und unter den Füßen und über dem Kopf, Schultern, lass keine Stelle aus. Alle Stellen werden sauber geputzt. Und wenn dann von außen alles ordentlich und sauber ist und strahlend weiß, dann, oder auch schon währenddessen, dann kannst du beginnen, von innen alles glatt zu streichen. Sieh dir deine Hülle genau an. Sind irgendwo Risse? Sind irgendwelche Unebenheiten darin? Ist irgendetwas anderes nicht so, wie es sein soll? Es soll so sein, dass diese Hülle wirklich glatt und fest um dich herum ist. Dich komplett einhüllt. Von oben bis unten. Und jetzt streichen wir diese Hülle einfach schön von innen glatt, während unsere Helfer von außen den Rest säubern. Und immer noch atmen wir. Der Atem verbindet uns mit unserer Kraft, mit unseren Wurzeln, mit den Wurzeln nach unten, mit den Wurzeln, mit den Fühlern nach oben. Und wenn alles glatt und sauber ist, außen rein, innen rein, risselos und ja, eben perfekt, dann ist diese Übung beendet. Es kann sein, dass du beim ersten Mal nicht fertig bist. Dann machst du das Ganze einfach nochmal und du wirst sehen, jedes Mal, wenn du das machst, nicht 5-mal hintereinander. Jeden Tag. Oder immer, wenn es dir einfällt. Vielleicht 3-mal am Tag, vielleicht einmal öfter, einmal weniger. Aber du wirst sehen, wenn du diese Übung mehr oder weniger regelmäßig machst. Einfach verwurzeln nach unten. Erst atmen, dann verwurzeln nach unten, verwurzeln nach oben. Und einmal das Samenkorn zum Luftballon aufblasen. Und den ganzen Dreck, die ganzen Schlacken nach außen schieben und abputzen und von innen glatt streifen, dann wird es immer besser gehen. Und es wird immer weniger Schmutz werden, den du da loswerden musst. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Übung. Diese Übung ist nicht einmal ein großer Frühjahrsputz. Das ist diese kleine Alltagsreinigung, dieses kleine Alltagsritual, das man immer dann machen kann, wenn man, also erstens sowieso als Routine, damit sich gar nicht erst etwas ansammelt,
Oder eben als schnelle Sofortmaßnahme, wenn man zum Beispiel sehr nervös ist oder sehr aufgeregt. Ich mache das immer vor Live-Videos. Und dann tut sich auf Dauer tatsächlich was. Man merkt einfach, dass sich nicht mehr so schnell so viel ansammelt. Und das ist der Sinn dieser Übung. Das ist das Ziel. Und ich denke, ich glaube, ich hoffe, es ist wirklich sehr einfach. Dieses Bild des aufgeblasenen Luftballons, dieses Weißen, ist sehr, sehr gut visualisierbar, egal auf welche Art und Weise. Und deshalb habe ich diese Übung auch heute gewählt. Die Farbe Weiß ist übrigens nicht zwingend notwendig. Gold ist auch eine sehr, also Weiß ist eben eine Farbe des Schutzes. Und da in Mitteleuropa eine Farbe der Reinheit, der Sauberkeit. Und deswegen habe ich sie gewählt. Sie hat noch andere Bedeutungen, aber das sind die wichtigsten beiden, weswegen ich sie heute gewählt habe. Man kann auch zum Beispiel Gold nehmen. Gold ist auch eine Farbe der Kraft und der Reinheit und auch des Schutzes, aber schon ein bisschen erhabener als Weiß. Und es geht auch jede andere Farbe. Wenn du dich ein bisschen mit Farbpsychologie beschäftigen möchtest oder mit Aurafarben, kannst du jede Farbe nehmen, die dir gerade wichtig ist. Absichtlich. Du kannst aber auch einfach schauen, welche Farbe erscheint dir gerade, an welche Farbe denkst du. Wie gesagt, die Wahrnehmungswege sind unterschiedlich, ob du die nun siehst oder ob sie dir einfällt, ob dir plötzlich der blaue Himmel einfällt oder ob du daran denkst, du möchtest gerne eine gelbe Banane essen, ist dabei nicht wichtig. Wichtig ist die Farbe. Genau. Oder die Kraft, die zu der Farbe gehört. Es muss nicht mal eine Farbe sein. Wenn du Ruhe denkst, ja, könnte das mit der Farbe Grün oder mit der Farbe Blau assoziiert werden. Aber das ist eigentlich völlig egal. Wenn du Ruhe brauchst, dann machst du dir eine Aura der Ruhe. Wenn du Schutz brauchst, machst du dir eine Aura des Schutzes. Genau. Und jetzt winke ich hier meiner Zuseherin zurück. Ha! Genau. Und bin soweit fertig mit meiner Ausführung. Christina, du hast vorhin einen Antrag gestellt, habe ich gesehen. Ich konnte aber im Moment nicht darauf reagieren. Willst du den nochmal stellen oder war das ein Versehen? Genau. Jetzt warte ich. Diese Live-Videos. Wie gesagt, im Grunde bin ich jetzt fertig. Und wer dieses Video in der Aufnahme sieht, hat diese Übung hoffentlich mitgenommen und kann, das wünsche ich mir, etwas damit anfangen. Und was ich mir auch ein bisschen wünsche, und ich komme ein bisschen albern dabei vor, es jedes Mal dazu zu sagen, ist, dass ihr dieses Video vielleicht liked und teilt, denn wisst ihr, Reichweite ist etwas sehr, ein bisschen Ambivalentes. Einerseits mache ich mich natürlich hier verletzlich, wenn ich hier so vor euch live sitze und Video nicht funktioniert und ich den Text vergesse. Auf der anderen Seite gibt es eine Reichweite auch einen gewissen Schutz, wisst ihr? Eine Community, auch ein Freundeskreis. Wenn mir 100.000 Leute zusehen und mich greift tatsächlich jemand an, dann findet sich unter diesen 100.000 Leuten vielleicht jemand, der sagt, hey, und ich weiß, was man dagegen tun kann. Und so gesehen ist die Reichweite nicht nur toll, weil ich meine Bücher veröffentlichen kann, sondern auch ja aus ganz vielen anderen Gründen. Ja, also ich freue mich, wenn ihr liked und teilt und kommentiert und abonniert. Und offen gestanden freue ich mich noch mehr, wenn euch diese kleinen Übungen etwas bringen und wenn ihr da auch etwas mitnehmen könnt aus meinen Videos. Also. Ich fasse zum Abschluss nochmal zusammen. Atmen. Atmen verbindet dich mit deinen Wurzeln. Mit deinem Atem kannst du deine Wurzeln wachsen lassen. Du kannst ihnen Kraft geben. Die Kraft zu wachsen und die Kraft aus der Erde zu dir zu holen, dich zu nähern. Mit deinem Atem kannst du Kraft in deine Fühler geben. Du kannst sie wachsen lassen, damit sie Kraft aus dem Universum, der großen Weite,
zu dir holen können, sodass du genau in der Mitte stehen kannst, fest verwurzelt zwischen Himmel und Erde. Und aus dieser festen Position heraus, die immer, immer präsent sein sollte oder könnte, oder die einfach gut ist, wenn es immer präsent ist, kannst du ein kleines Samenkorn ganz, ganz tief in deinem Bauch wie einen Luftballon aufblasen. Und dieser Luftballon nimmt alles mit, was dich irgendwie belastet. Wichtig ist, dass dieser Luftballon immer größer wird und größer wird, mit jedem Atemzug und am Ende wirklich deinen ganzen Körper umschließt. Auch den Kopf, die Schultern und die Füße. Viele Leute hören dann bei der Brust auf. Auch die Füße werden umschlossen. Dein ganzer Körper. Und dieser aufgeblasene Luftballon, der außen vom Dreck klebt, wird dann von außen gereinigt. Vielleicht von jemandem, der dir hilft. Vielleicht von Wetter, Wind, Sonne, Regen. Vielleicht von Krafttieren. Vielleicht von einem Partner, der neben dir steht. Vielleicht auch von dir selber, weil du es abklopfst. Bam, 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 bam. Und von innen wird er von dir selbst einfach glatt gestrichen. Und du kannst dafür ruhig deine Hände benutzen. Denn ja, muss ja niemand zusehen. Also du kannst das ruhig wirklich so machen und einfach glatt streichen. Oder wenn du gerade im Auto sitzt oder vom Konferenzzimmer stehst, dann stellst du es dir halt nur vor, das muss reichen. Jedenfalls außen und innen glatt streichen, reinigen, ausbessern, zuspachteln, was auch immer, sodass eine schöne, glatte, reine Hülle um dich herum ist, die dich ja schützt und vor irgendwelchen, wie soll ich sagen, Dreckschleudern von außen abschirmt. Hm? Genau. So, also, gut, der Antrag auf Mitmachen kommt jetzt nicht mehr, offensichtlich war es ein Versehen. Dann sage ich für heute Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Nächste Woche gibt es den Fisch wieder fertig zubereitet. Dann könnt ihr einfach die Augen schließen und euch von mir verwöhnen lassen. Für diese Woche war es das. Es gibt am Donnerstag und Freitag wieder die Märchenstunde. Und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder dabei seid und wie gesagt, liked, teilt und kommentiert, damit sich das Ganze auch in ein bisschen größeren Rahmen auszahlt. Dann macht ihr mir dann eine Freude damit. Und noch mehr Freude macht ihr mir, wie gesagt, wenn euch diese Übung etwas, macht ihr mir nicht, als ob ihr was dafür könntet, noch mehr Freude bereitet es mir, wenn euch diese Übung wirklich etwas bringt und wenn ihr mir das vielleicht sogar erzählt. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.